Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein besonderes Video. Kein Display, sondern ein Unboxing. Es ist wieder was Neues am Start, ein neues Produkt, was ich mir gekrallt habe. Und ja, was es ist, seht ihr jetzt. Ja, Leute, wie ihr seht, es ist ein ziemlich großes Paket. Vielleicht könnt ihr schon erahnen, was da drin ist. Aber so gut kann man das, denke ich, nicht direkt sagen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir packen das Ding mal aus, was da drin ist. Oder die Dinger, da sind nämlich mehrere Sachen drin. Ich krabbel mir mal kurz die Schere hier hinten. So, ich bin jetzt hier von der Seite alles am Machen. Und ihr seid hier. Dann machen wir das gute Stück mal auf. Ich habe das hier so draufgelegt, damit ihr nicht erfahrt, wo ich wohne. So. Wundert euch nicht, dass es so unprofessionell verpackt wurde. Ich habe es mir nicht neu gekauft. Warum, sage ich euch gleich. Also ich habe es mir bei eBay gekrallt. War schon ein ziemliches Schnäppchen, fand ich. So, jetzt schauen wir mal. Ups. So, man sieht auf jeden Fall schon, auf den ersten Blick, hier ist viel Polsterung drin, was sehr nice ist. Hier ein ziemlich neuwertiges Kabel. Das sollte man eigentlich hier sehen. Ich habe mir das mal so ein bisschen zurecht gedreht, also den Display. So, jetzt holen wir mal die ganze Polsterung hier raus und schauen, was da so drin ist. Und wie ihr sehen könnt, es sind coole Lautsprecher von Logitech. Die haben die Modellbezeichnung Z506. Und das ist ein 5.1 Surround-System. Ich denke, wenn man die ein bisschen putzt, dann sehen die wieder aus wie neu. Sind ein bisschen dreckig hier und da, aber das ist kein Problem. Ich finde es schon ziemlich nice. Das ist einer von den Satelliten. Lege ich mal auf Seite. So, kommen wir zum nächsten. Das ist noch ein Satellit, derselbe. Stellen wir ihn daneben. So, was haben wir dann? Noch ein. Das ist noch so einer. Der wird dann wahrscheinlich irgendwo hinten oder vorne platziert werden. Das ist ja wie gesagt 5.1. Deswegen. So. Die haben schon ihre Position. So, dann kommen wir mal hier zu dem. Da drunter ist was Großes. Das wird wahrscheinlich der Subwoofer sein. Sorry Leute, wenn der Ton ein bisschen schlecht ist. Ich habe noch kein Mikrofon für die Kamera. So, das hier ist das Center. Das stellt man dann so einfach vor die Bildschirme und das ist dann, ich sag mal, der Hauptlautsprecher. So, legen wir den mal auf Seite. Und jetzt ist noch, ich sag mal, die Steuerungszentrale dran. Hier über das Ding kann man Lautstärke regeln und die ganze Anlage an- und ausschalten. Hier kann man auch Kopfhörer reinstecken, das ist schon ziemlich nice. So, das stelle ich dann wahrscheinlich vorne rechts hin. Muss ich mal schauen. Hier war ziemlich cool. Oh, das war das Rad. Und jetzt kommt das Ding, wo alles reingesteckt wird. So, der Subwoofer ist hier am Start. Okay, man kann schon sehen, der Vorbesitzer hat es sich so irgendwie an die Wand gestellt, nehme ich mal an. Hier diese Pads sind, wenn man es sehen kann. Ich hoffe, man kann es sehen. Also hier diese Pads, die schützen vor Kratzern und allem. Auf jeden Fall ein cooles Ding. Klein, aber fein. Unten haben wir so eine 1000 Watt Anlage stehen. Der Subwoofer ist ja deutlich größer. Ungefähr so hoch oder so. Ja, ihr seht es gerade nicht. Schieb mal hoch. Ungefähr so hoch ist der Subwoofer unten im Wohnzimmer. Aber das hier ist auch nur eine PC-Anlage. Ich tue mal den Karton erstmal weg hier. So, weg mit dem Karton erstmal. Über in die Richtung. Schauen wir uns mal hier. Oh, mein Knie ist im Weg. Den Subwoofer an. Was wir hier erkennen können. Ich hoffe, ihr seht es. Die ganzen Anschlüsse für die Lautsprecher, das Ding ist ein bisschen schwer.
Den Bassregler hier oben, der ist wichtig für mich. Ich mag basslastige Sounds. Und ja, hier die ganzen, wie gesagt, Anschlüsse. Hier unten, das Ding produziert, denke ich, den Bass. Hört man auch. Ich hoffe es. Und ja, dann würde ich sagen, wir schließen den ganzen Schlüssel mal an und schauen, wie das so sich anstellt. So Leute, alles ist angeschlossen, alles ist fertig. Ich denke, Soundtest mache ich jetzt nicht, da das Mikro hier zu schlecht ist, um das wirklich festzustellen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das so aussieht hier. Es ist erstmal provisorisch. Irgendwann kommen der hier und der hier, ich hoffe, das ist scharf, hier hinten an die Wand, sodass es auch wirklich Surround Sound ist. Und ja, bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Der Subwoofer, der chillt da unten sein Leben. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.